Alter, was zur Hölle? Da hinten ist ein Gargoyle. Der verfolgt uns. Das ist echt ein Gargoyle da hinten. Oh Gott, das stimmt, der fliegt. Der macht... Hinterher. Ah, der hat irgendwas gemacht. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu PixArk. Wir wurden hier an die Wand gestellt auf unserem G-Portal-Server. Wenn ihr auch einen PixArk-Server haben möchtet, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Reflink für G-Portal-Server. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir sind heute ein bisschen, ja, anders besetzt als sonst. Der Lonestar ist nämlich heute nicht da. Der steht hier zwischen uns und hat, sieht die Sternchen. Der ist zwar körperlich anwesend, aber geistig nicht. Und wir haben jetzt einen Ersatzspieler bzw. Spielerin. Heute zum ersten Mal dabei ist nämlich die Nami. Hallo. Und die Ritzi ist natürlich auch wieder dabei. Und ich. Genau. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt die Nami erstmal abholen, weil Nami ist jetzt zum ersten Mal hier auf dem Server gespawnt. Und das heißt, du hast einen Level 1 Charakter und wirst gerade von allem Möglichen verfolgt, was zwei Beine hat, richtig? Nein, ich stehe da und keiner will was von mir. Echt? Das ist cool. Das ist besser als manch anderer Start in Ark tatsächlich. So. Können sie einfach mit einem Vogel abholen gehen? Stimmt, mit einem Vogel. Ich habe auch einen Vogel. Das wisst ihr ja alle, oh, natürlich. Ich wollte gerade sagen, das wissen wir doch schon. Ja, die Witzelsucht greift wieder um sich. Erklär doch mal den Zuschauern, was es mit der Witzelsucht auf sich hat. Oh nein, du bist besser im Erklären, mach du. Ich bin besser im Erklären? Okay, dabei hast du das doch so toll rausgefunden. Die, ja, Witzelsucht, genau. Die Witzelsucht ist eine psychische Erkrankung, die dazu führt, dass derjenige in unangebrachten Momenten irgendwelche total schlechten Witze reißen muss. Und es ist eine Krankheit, die zum ersten Mal in Deutschland entdeckt wurde. Warum merke ich mir so eine Scheiße? Und die Witzelsucht, haben wir festgestellt, trifft voll auf mich zu. Ich mache immer den unangebrachtesten Augenblicken, die dümmsten Kommentare und Witze. Nami, wo bist du etwa? Ja, gib uns mal deine Koordinaten. Kannst du ja auf der Map auch gucken, hier hast du einen Marker. Genau, wenn du N drückst, dann... man kann einen Marker auf die Map setzen? Nein, du hast deinen eigenen... Ach so, ja. Ich weiß gar nicht, geht das hier auch? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Mit P normalerweise, aber macht er nicht. Es ist immer noch das alte Ark quasi, da ging das noch nicht, glaube ich, mit Markern. Sag uns mal, unten stehen doch so X, Y, yeah, und Z. Sag uns mal, was X und Y ist. X ist 1279 und Y ist 356. Gott, da bist du ja auf der anderen Seite, kann das sein? Ich glaube auch, ja. Komplett auf der anderen Seite. Da bist du ja irgendwo, ja, in der Wüste, oh Gott. Nein. Oder sieht irgendwo da... Sieht es da aus? Ja, was ist grün, denn da? Grün, Meer. Grün und Meer, das ist schon... Das ist wirklich auf der anderen Seite. Ich lade erst Stamina. Ja, ich gehe mal volles Risiko jetzt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob vor den 1279 ein Minus ist. Ist da denn so ein kleiner Strich noch davor? Mhm. Dann ist es ein Minus. Es ist ein Minus, ja. Ich glaube auch, das ist nämlich hier die Standardregion, wo man auftauchen kann. Wir müssen gar nicht irgendwo anders hin. Was waren jetzt die Koordinaten nochmal genau? 1, 2, 7, 9 für X, also Minus. Und Y, 356. Das ist hier direkt irgendwo hier, warte mal. Wo bin ich denn damals aufgetaucht, verdammt? Ich komme einfach zu euch. Ja, oder so, genau. Du kennst ja ungefähr die Koordinaten, oder? Kennst du die? Geh weg. So viel zu dem Thema, du kommst einfach zu uns. Ja, ja, Ritzi ist diejenige, die mich gerade attackiert. Ach so. Ich hab's gefunden, aber ich kann's nicht mitnehmen. Was, es geht nicht? Man kann nicht grappen? Nein, ich kann sie nicht heben. Oh, was? Das heißt ja, unser Plan, Nami, mit dem Cats... Unser Plan mit dem Cats funktioniert ja dann auch nicht. Dann können wir uns ja nicht... Ja, wahrscheinlich geht das nur, wenn wir in einem Tribe sind. Warte doch mal. Ah, das kann sein, ja. Das kann ich dich überhaupt einladen? Ich weiß es gar nicht. Wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht. Hier unten, links, hinter dir. Komm zurück. Ach, da. Ich sehe hier nur Schnee. Ich kann sie, glaube ich, nicht einladen. Ich mach das. Du hast, glaube ich, keinen Admin, oder? Nee. Ah, wie sieht der Name aus, Leute? Ah, das sieht ja lustig aus. Das ist ja voll cool. Warte. Du bist jetzt recruited. So. Wunderschön. So, jetzt gucken wir gleich mal, ob wir dich Blondschopf grabben können. Oh Mann. Lass mich blond sein. Ich versuche keine Blondinenwitze zu machen, keine Sorge. Warte. Es steht da ein Affe neben dir? Ach nee, es war Ritzi. Hey! Ah, ich hab sie. Jawohl. Und jetzt kannst du uns schon mal sagen, was du siehst. Was ich sehe. Siehst du, wenn du in die Ego-Perspektive gehst, siehst du da die Krallen vom Argentavis oder siehst du da die Umgebung? Brontos. Du siehst okay, du kannst die Umgebung sehen, ja?
Ja, aber jetzt gerade sehe ich mehr Argentavis als alles andere. Aber wenn ich runter gucke, sehe ich nichts. Das ist doch schon, das ist schon mal gut eigentlich so. Das ist gut, weil wir hatten ja beim letzten Mal mit Petri das Problem, dass wir nichts sehen konnten. Au! Ich hab einen Knochenbruch! Was? Ich hab dich gar nicht von so weit oben fallen lassen. Ich hab einen Knochenbruch! Also so von außen siehst du noch normal aus. Toll, danke. Oh. Ich sterbe gleich. Was, du stirbst gleich? Ja, weil ich auch noch erfriere. Ach du Scheiße, sag doch was. Du sagst nicht, ja, ich erfriere hier. Lalalala. Ich stehe hier in Stammeskleidung und erfriere. Hier, komm zu mir, komm schnell. In den Bunker. Ich bin ja schnell, ne? Mit ach so, ja. Oh. Nein, ist gestorben. Warum? Aber du bist im Tribe, du kannst im Bett spawnen, das ist alles gut. Quasi hat die Augen noch offen. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Da kann man noch. Nein, sie ist weg. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da kann man noch was machen, aber. Das große Problem bei PixArk ist, man kann diese blöden Windgeräusche nicht separat leiser machen. Das ist ein riesiges Problem bei dem Spiel. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist. Das ist ein Kompi hinter dir. Echt? Den habe ich einfach mitgekriegt. Ich habe schon Follower. Ja, nein, oh Gott. Nein. Oh Gott, du bist am Tor hängen. Oh, warte, ich mach das. Oder so. Da ist ein Ei von oben runtergefallen gerade. Habt ihr das gesehen? Ja, irgendwie ist da gerade ein Ei von oben nach unten gefallen. Ich hab gerade verstanden, da ist ein iPhone runtergefallen. Das war netter. Ein iPhone. Da ist ein iPhone oben runtergefallen. Aber wäre das da nicht das Pixphone eigentlich? In den Bunker. Hier. In den Bunker, schnell. Da unten. Unten, im Bunker unten. Wie war das nochmal? Da. E ist die Lösung. Ah, Nami hat sich angekleidet. Sehr gut, du bist jetzt auch Pilot. Die Zöpfe? Ja, wie die Zöpfe einfach durch den Helm durchgehen. Das sieht aus wie so bei Prinzessin Lea jetzt so, die diese Ohren-Kopfhörer da, die sie so aufhat. Oh, warum erinnert mich das an ein Anime? Putzig, ne? Ja. Mit K kannst du dich von außen angucken. Sieht schon witzig aus irgendwie. Vor allem habe ich Lego-Hände. Das haben wir alle, ja. Das ist hier so. Das ist normal. Warum habe ich eigentlich keine Handschuhe mehr an? Ist eine Volkskrankheit hier. Ach, man sieht die Handschuhe nicht, wenn man in der Ego ist. Fällt mir jetzt gerade erstmal auf. Die siehst du nur von außen. Die sieht man nur von außen. Das ist ja irreführend. Da denkt man ja, man ist nackt. Weil was level ich mir am besten? Gesundheit. Ich spiele mit Spielbär. Genau. Level dir am besten Gesundheit. Das ist immer nie verkehrt, auf jeden Fall. Ich bräuchte, glaube ich, erstmal was zu essen. Du hast ein Häufchen gemacht. Wo? Unter dir. Da, wo man normalerweise ein Häufchen hinsetzt. Das sieht aus wie das WhatsApp-Häufchen. Das WhatsApp-Häufchen. Das ist ein bisschen eckig, oder? Ja. Das sieht aus wie Bauklötze. Damit hat man früher, als man nichts hatte, hatte man früher mit sowas gespielt, ja? Im Osten noch, in der DDR. Na, mit Bauklötzen, die ausgesehen haben wie Kacke. So. In der DDR. Die waren halt Holzbauklötze, die waren halt braun, so. Und naja, da hat man halt mit den Dingern gebaut. Und das war cool. Ich habe voll die coolen Gebäude daraus gebaut. Aus Kacke. Aus Bauklötzen und Kacke. Er guckt sich halt so das Kackhäuschen an und sagt halt, ja, damit hat man früher gespielt. So. Als wir nichts hatten. Als wir nichts anderes hatten als das. Ja. Schön. Egal. Ich schweife ab, ich werde schon wieder nostalgisch hier. Was ist denn das hier? Was ist denn der Questmanager? Hier in der Ecke. Kommt mal noch mal in den Bunker runter, hier ist irgendwas komisches. Ich komme. Du? Nein, auch abgesehen von mir. Es ist noch was anderes komisches hier unten. Ich bewege mich mal. Guck mal, was ist denn das da? Das ist ein Cat's-Eye. Hä? Das ist ein Cat's-Eye. Wie? Ja, von hier hinten siehst du das. Ach ja, stimmt, ich hatte das Overlay nicht an. Ja, das Overlay. Das ist das, was du gesehen hast, was runtergefallen ist? Wahrscheinlich. Nimm es mit, vielleicht kommt der Kids dann. Ja, Mensch, das kann echt sein. Ohne mal schauen. Das kann echt sein, dass... Put. Da ist der über uns drüber geflogen und hat ein Ei gedroppt, oder was? Das ist ja krass. Ich weiß nicht. Aber ich sehe nichts. Das müssen wir ja auch mal erzählen, ne? Lea hat ja erzählt, dass bei ihr, als sie gespielt hatte, ein Cats bewusstlos vom Himmel gefallen ist in PixArk. Einfach so. Der war betäubt und konnte dann gezähmt werden. Vielleicht haben wir ja auch mal so ein Glück. Das wäre auch mal ganz schön. Der andere Plan, den wir hatten, war, es nochmal zu versuchen, oder es einmal zu versuchen, überhaupt erstmal zu versuchen, einen Feuerelementel zu zähmen. Und für den Feuerelementel brauchen wir
diese Magic Sleeping Arrows, und zwar angeblich nur 10 Stück. Wir müssen diese Rinde holen und wir müssen Bären aus dem Magic Forest holen, damit wir das machen. Wir brauchen Magie. Ganz viel Magie. Dann holen wir mal welche, fliegen wir rüber und Magie. Sammeln ein paar. So, Nami hat von Lone Star die Erlaubnis bekommen, die Tiere zu benutzen, die mit LS markiert sind, also mit Landwirtschaftssimulator. Nein, mit Lone Star natürlich. Ja, dann sucht ihr einen aus. Ich würde den Argentavis empfehlen tatsächlich. Und ich nehme ja mal meinen Lobob Argentavis hier. Zelda. Die Prinzessin. Und dann fliegen wir mal in einen Magic Forest. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo genau jetzt einer ist, der am nächsten ist. Warte mal, auf die Map gucken. Der Magic Forest ist violett. Rechts unten wäre einer. Dann also ab nach rechts unten. Ich habe ein tolles Bäumchen dabei. Das kann ich in der Hand halten und kann Leute damit segnen. Oh Gott. Der Baum segnen. Rechts ist ein Schneeportal, glaube ich, leider. Ich lande mal hier. Fliegt er davon? Ja, und weg ist er. Also ich bin hier vorne. Nein, wenn ihr weiter nach vorne fliegt in die Richtung, wo ich geflogen bin, dann seht ihr mich. Ja, du bist nur gerade halt wirklich weggeplöppt. Geplöppt. Weggeplöpst. Ich hoffe, ihr habt was zu essen mitgenommen. Ich hab noch 7 Fleisch. Sehr gut, das wird nicht reichen, aber egal. Du machst den Mut, super. Na klar, das ist meine Spezialität. Geht's gleich ein Stückchen durch die Wüste, glaube ich. Ich kann jetzt auch schon Wasserflaschen machen, tatsächlich. Ey, mein Charakter kann sich auch nicht entscheiden. Erst ist ihm kalt, dann ist ihm heiß, jetzt ist ihm wieder kalt. Hier ist ein Forest. Hier ist ein Raptor. Boah, der kann ja nicht fliegen. Den kannst du mit dem Vogel auch fressen einfach. Der teilt gut Schaden aus. So, also wo kriege ich denn jetzt eigentlich die Bären her? Gem-Spider. Die Gem-Spider, die geben doch auch irgendwelche Kristalle, aber ich weiß nicht, ob die auch grüne geben. Gem-Spider, wo ist denn hier bitte eine... Ah, Gott! Da ist ein Slimer! Ist eine Pflanze. Die Spider hat dich gefunden. Ja, ich hab's gesehen. Ich muss mal irgendwie landen. Ich versuch sie mal zu töten. Ja, versuch sie mal zu töten, dann gibt's bestimmt Edelsteine. Es hat gelbe Augen, tut es mir was? Wenn es gelbe Augen hat, glaube ich nicht. Ich glaube nur rote Augen greift an. Ich helfe mal mit der Spinne. Okay, zu spät. Ja, die hat alle möglichen Gems. Rot, lila, grün, orange. Ich habe gerade alles bekommen. Sehr gut. Also können wir im Vorbeigehen 67 auch ein paar... grüne Kristalle habe ich jetzt. 67? Ja, 30 Thunder, 40 Fire, 16 Water und 24 Earth. Das ist ja der Hammer. Doomlands musst du finden. Wir waren schon in den Doomlands tatsächlich. Ja, da gab's auch wahrscheinlich eine Folge. Die Feuerelementare, aber wir suchen ja jetzt momentan erst noch das andere Zeug. Oh, hier ist so eine Säbelzahnkatze. Noch eine Säbelzahnkatze. Hier ist ein Griffin. Oh Gott, schnell weg. Ich muss ja gar nicht meine Sachen weglegen, wenn ich sammle. Welche Büsche geben jetzt eigentlich die Bären? Ich muss einfach nur hier diese Büsche abkrabbeln, ja, oder? Ja, Büsche geben auf jeden Fall hier Bären. Du wirst von was, Spielbär, du wirst was, von was verfolgt. Ich sehe das gerade, ja, das ist ein... Oh, das ist hier so ein Baumfritze. Der Baumfritze ist das. Oh Gott, ich werde von allen möglichen Viechern verfolgt gerade. Der Baumfritze. Hier ist ein Treant. Treant. Ja, der heißt wirklich so. Die sehen aber geil aus hier. Pass auf, der fällt da. Ja, guck mal. Die Katze hinterher. Ja, stimmt, das ist voll cool. Jetzt kann ich hier in Ruhe fahren. Jetzt haben wir hier Platz, aber hier ist eine komische Pflanze. Ich vertraue der nicht so. Da ist eine Katze. Eine komische Pflanze, die Witze reißt. Ja, die heißt Trapper. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich wollte das hier abfarmen. Aua, sie boxt mich. Die Haut. Magic Berry. Ah, okay, alles klar. So, ups. Und was für Büsche sind das jetzt, die ich abkrabbeln Das sind diese komischen mit den Tellern oben drauf. Ja. Diese großen Büsche halt hier. Engel. So was hier zum Beispiel. Das hier, genau, das. Blub. Achtung, Katze. Ah! Ah! Mann! Ich hab gesagt, Achtung, Katze. Kommst du denn schon wieder her? Okay, weg. Shadow Leopard. Das ist Shadow. Er sabotiert. Shadow hat sich vervielfältigt und ist jetzt im Spiel hier drin. Loritari, zeig mir welche. Oh, nimm noch ein bisschen von den Baumdings mit, ne? Ist hier? Ach, da oben bist du. Ich bin hier, ja. Baum, ach ja, Rinde brauchen wir auch noch. Ich bin ein bisschen. So schwer, genau die da. Ich glaube, ich muss mal mein Zeug in den Vogel stecken. Was machen die Schleims eigentlich? Sind die gefährlich?
nicht sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, die machen nichts. Hallo. Ich bin aber gleich tot. Was? Warum? Fleisch essen oder so. Ich erfriere. Erfrierst du? Ah, ja. Shit. Ja, stimmt. Ich habe auch einen Eiswürfel. Aber bei mir geht's noch. Oh, scheiße. Ja, stimmt. Ich erfriere auch. Vielleicht sollten wir uns jetzt schon zurückbewegen. So ein bisschen. Nein, niemals. Es reicht noch nicht. Was? Wie, es reicht noch nicht? Klar reicht das, was wir haben, oder? Wir brauchen doch nur 10 Pfeile von diesen Magiedingern. Wir haben doch schon 5. Ich nehme trotzdem noch was mit. Ich bin auch gerade noch dabei. Ich meine, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Solange der Vogel nicht stirbt, ist alles gut. Ach ja, warte mal. Da hinten ist noch eine Gem-Spider. Wo ist da hinten? Links von dir gerade. Du bist gerade vorbeigeflogen. Da an dem Hügel da. Rechts. Genau. Vor dir. Ah, da. Ich sehe es. Genau. Ich sehe es. Ich sehe sie. Okay. Gem-Spider. Gem-Spider. Komm, stirb. Stühürb. 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 Hitze ist auch nicht viel besser, oder? Naja, besser als jetzt in der Kälte zu stehen, glaube ich. Kommt drauf an, ob du eine große Flamme hast. Eine kleine Flamme. Und naja, meine Gesundheit steigt auch wieder. Ja, das ist besser. Bleib lieber erstmal da. Okay, die Gemspider ist tot und ich habe auch... Ich habe 110 von den Windkristallen bekommen. Gut, dann haben wir davon schon mal genug. Das stimmt. Und ich habe auch ein Level-Up bekommen für den Argentavis. Das ist auch gut. Kannst du mir schon die Magic Sleeping Arrows, kannst du die schon aufteilen auf uns? Ja. Weil dann können wir an sich jetzt direkt ein Feuerelement suchen. Und ich schieße mit meinen Händen. Zum Beispiel. Ich werfe. Ja, du kannst das auch welche haben von mir. Armbrust, ne? Ach so, ich kann dir aber meine Armbrust geben und schieße selber mit dem Bogen. Das geht. Ich habe eine Armbrust und Bogen dabei tatsächlich. Jetzt haben wir nochmal ein paar gemacht. Ich gucke euch einfach zu. Oder so. Wenn du natürlich lieber zugucken möchtest, kannst du das natürlich machen. So. Habe ich nur keine Stone Arrows mehr. Ich habe die Pfeile genommen, ja. Wollen wir dann jetzt ein Feuerelemental suchen? Da müssen wir in die Doomlands auf jeden Fall. Mhm. Die sind... Da, wo wir den Kanu gezähmt haben, ein bisschen weiter noch. Die sind direkt nebenan quasi. Ach so, okay. Einfach hier lang. Aber warte mal. Sollten wir das nicht da machen, wo es ein Portal gibt, das... Was ist denn das hier? Direkt zu uns führt vielleicht, damit wir den schneller transportieren können. Wir könnten doch theoretisch zurückfliegen zu dem Portal, wo wir in die Wüste sind. Alter, was zur Hölle? Da hinten ist ein Gargoyle. Der verfolgt uns. Das ist echt ein Gargoyle da hinten. Oh Gott, stimmt, der fliegt. Der macht... Hinterher. Ah, der hat irgendwas gemacht. Der hat sich in Stein verwandelt. In eine Steinstatue. Das ist wie so ein Wasserspeier jetzt. Der verfolgt uns aber immer noch. Hey, denn das ist ein Loot Drop, den will ich noch mitnehmen. Sehr, sehr merkwürdig. Egal, ich flieg wieder weg. Oh Gott, ich bin ja halb tot. Ach du Scheiße. Schnell weg, ey. Raus aus dem Gebiet. Hui, was ist denn das hier? Ganz komische Steine. Steine? Komische leuchtende Steine waren da unten. Was ist denn das? Ein Pegasus fliegt da drüben. Ah, das sind Pyramiden ein hier. Guck mal. Pegasus. War das hier nicht sogar die Stelle, wo wir den Kano... Obwohl... Ja, oh, ich habe Sleepy Arrows, Magic Sleepy Arrows gefunden. Sieben in dem Stück. In dem Loot Drop? Mhm. Perfekt. Ah, oh Gott, was waren das? Ein paar... Fairy Dragons. Ah, der greift mich nicht an. Hast du es gesehen? Aber glaube der Argentavis verfolgt mich. Ich hoffe es auch nicht. Ich habe auch irgendwas anderes bekommen. Wo bist du eigentlich? Sehe ich gar nicht mehr. Ich habe 100 so komisches Zeugs gekriegt, so in Flaschen, was du auf deinen Zug machen kannst oder auf die Trails davon, damit die immun sind oder so. Ja, okay, interessant. Quasi. Damit die nicht kaputt gehen. Ja, die Strecken einölen. Ja. Wer kennt das nicht? Die Deutsche Bahn muss auch immer ihre Schienen einölen, damit das flutscht. Seid ihr denn gefahren? Also gefahren. Mit dem Zug sind wir gefahren. Warte. Ich weiß nicht genau. Wir sind zwischen den zwei Pyramiden durchgeflogen. Wenn ihr die vielleicht noch gesehen hast. Auf den grünen Obelisk zu. Und hier sind auch schon Feuerelementare. Aber wir müssen erstmal eine Schlucht finden, wo wir die reinlocken können, damit wir die hier zähmen sind welche. Können. Vor allem, wie nehmen wir die dann mit? Ach, können wir ja zum Pixblock machen, oder? Da vorne ist eh ein Portal. Stimmt. Die können wir zu einem Kicksblock, wollte ich gerade sagen. Ein Kicksblock machen. Ein Keksblock, das wäre doch mal eine Idee. Oh, Kekse. Verdammt, bloß nicht vom Essen anfangen jetzt. Glaubst du, dass du bei der Zähmaktion sterben wirst? Ja. Sehr gut.
Wir müssen eine Grube graben, glaube ich. Dieser sprühende Optimismus, das finde ich gut. Naja, wir kennen dich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ach so, ihr meint, dass ich sterben werde, nicht, dass ihr selber sterbt. Ja. Ich meinte aber auch mich selber tatsächlich. Oh, okay. Ah! Oh nein! Nicht der schon wieder! Oh Gott! Wie schnell der aufgeploppt ist. So, da oben kann man bestimmt landen. Ja. Wusch! Ich dachte gerade, nein, was zur Hölle? Steht da plötzlich vor, in meinem Gesicht stand da. Oh nein, hier ist schon wieder kalt. Also jetzt weißt du Bescheid, wir werden sterben. Wir haben den Tod gesehen. Ja, ich habe meinen eigenen Tod gesehen, ey. Oh Gott. Scheiße. Oh, schnell God. Wieder zurück, wir müssen ins Warme. Ich friere hier sonst. Ich sitze hier im Warmen. Ich will einfach wegfliegen. Ich glaube, wir müssen einfach nur den Terrorbird hier unten töten, dann graben wir halt hier irgendwo noch. Das Spiel hat ein bisschen was von Dark and Light. Das ist vom selben Entwickler und die haben tatsächlich ihre Tiere aus Dark and Light teilweise auch mit hier reingebracht. Ne? Also dieser Feuerelemente ist aus Dark and Light quasi so vom groben Design her. Und auch noch ein paar andere Sachen. Ich überlege gerade, was noch aus Dark and Light ist. Der Zyklop. Den gab es auch in Dark and Light. Ja gut, wir müssen... Zentauren gibt es hier, glaube ich, auch. Stimmt, Zentauren. Wir müssen im Prinzip, müssen wir graben jetzt, ne, eigentlich? Weil genau, wir buddeln jetzt hier einfach ein Loch oder so. Wollen wir das in den Doomlands machen oder woanders? Wir könnten ja theoretisch auch... Jetzt halt sonst hier drüben in der Wüste gemacht. Genau, wir könnten ja theoretisch auch einfach einen aus den Doomlands in die Wüste jagen. Oh, hier hat gerade einer einen Minotaurus zerlegt. Ein Feuerelemente. Braucht Wasser. Wo genau seid ihr jetzt nochmal? Ich brauche Essen. Da unten. Oh, da hinten ist Wasser. Ich muss mal ganz kurz Wasser holen. Mach das. So, gelandet. So, ich habe ja den Bohrer noch. Ach, scheiße, no fuel. Mist. Hat jemand Kohle dabei, zufällig? Nee. Ach, egal, dann nehme ich halt die spitze Hacke. Die Frage ist jetzt, wie tief muss das blöde Loch sein, damit der Elemental da nicht rauskommt? Wir machen das jetzt sehr tief. Sicher ist sicher. Das Blöde ist ja, dieser Elemental kann ja fliegen, ne? So ein bisschen. Deswegen müssen wir da ein bisschen... Ich soll dich von Lone Star grüßen. Er hat das mit dem Landwirtschaftssimulator mitbekriegt. Sehr gut. Ja, schöne Grüße an den Lone Star, der heute leider nicht dabei sein kann. Und deswegen haben wir ja, wie gesagt, Nami als kleine Aushilfe hier engagiert. Voll gute Aushilfe, nur so nebenbei. Du hast ja voll den schlechten Deal gemacht. Ja, aber... Oha, was hab ich denn jetzt bekommen und warum? Und so viel? Hab ich hier gerade eine komische Musik gehört? Als ja, das ist die gesehen? Tagesmelodie so gewesen. Das habe ich vorher noch nie gehört. Oh nein, das war falsch. Ach, der Sand rutscht ja nach, wie in Minecraft. Wenn du ja unten einen Block weghaust, habe ich noch gar nicht. Was ich hier noch alles nicht weiß, ey. Es wäre jetzt zu geil, wenn ich hier beim Ausheben dieser Zehengrube einfach in so eine Höhle reinfallen würde, wie das bei Minecraft auch manchmal so passiert. Du gräbst irgendwo, denkst an nichts Böses und plötzlich landest du irgendwie in einer Höhle. Falls jemand noch Tipps oder Hinweise habt, oder falls ihr da draußen Tipps oder Hinweise habt, dann schreibt sie im Livestream-Chat einfach rein, beziehungsweise dann unter die Folge in die Kommentare. Dann können wir das natürlich auch umsetzen. Weil wir probieren natürlich hier auch neue Sachen aus und wie gesagt, wenn ihr da eben so Vorschläge habt, wie mit dem Magic Sleeping Arrows oder mit, was sollen wir als nächstes zähmen, damit wir Brontos platt kriegen oder so. Kann ich hier den Terrorbird töten? Level 7? Ja, ja. Dem, okay. Der Argentavis kriegt sowas ganz easy platt. Oh nein! Dein Argentavis wird angegriffen. Mein Argentavis? Ja! Oh nein! Ich bin nicht da. Scheiße! Und zwei Terrorbirds und ich kann nichts machen. Doch, du kannst was machen, du kannst drauf losgehen. Ja, ich hör's sogar. Nee, ich muss aufstehen. Stopp doch einfach, Terrorbe. Ich bin da. Ich brauch vor allem auch noch einen 44. Gott, scheiße. Ich bin gerade noch weggekommen. Der war fast tot hier. Ich sehe schon das Blut am Rand. Aber es war nur ein Terrorbird. Wo kam der zweite plötzlich her? Die Viecher spawnen hier auch tatsächlich einfach mal neben einem. Das ist ein bisschen doof. Also das ist so die alte Ark-Logik, als die Tiere auch noch so mal plötzlich random einfach mal in deiner eigenen Base aufgeplöpst sind oder so. Ja. Das war ja früher auch so. Ich sag nur Schildkröte im Haus und solche Geschichten. Ja, oh guck mal, ich bin so erschöpft. Ja. Ich geh mal schlafen. Okay, jetzt möchte mal jemand hier nochmal einen Blick drauf werfen, vielleicht? Ich würde es noch tiefer machen. Ich habe eine radikale Idee. Ich mache einfach hier drumherum auch nochmal Blöcke.
Dann können wir nämlich nicht so leicht reinfallen. Und der Elemental, der kann da trotzdem drüber. Über diese einen Block hohe Barriere. Und dann kann er noch tiefer fallen. Also er kommt dann noch schwerer raus. Noch ein Terrorbird. Bitte? Was? Gut. Was wo? Hä? Wie, was wo? Wann? Wer? Warum? Aber warum macht er es denn nicht? Okay. Der Bogen macht mehr Torpor, ja? Deswegen habe ich jetzt auch die Magic Sleeping Arrows schon auf den Bogen gezogen, tatsächlich. Damit das voll ausgenutzt werden kann, dieser Umstand. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie die Nichte von Inspector Gadget. Ja, ohne Witz. Ohne Scheiß. Du siehst genauso aus. Auf jeden. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, das kennst du doch irgendwo her. Ja. Das stimmt. Wie hießen die aber nochmal? Ich habe keine Ahnung. War das ich nicht... Sophie war das doch, oder? Ja. Ja, das war Sophie. Nennt mich Sophie. Sehr gut. Ja, dann. Jetzt hält das Lagerfeuer noch ein bisschen länger. Sollen wir ihn schon reinlocken? Ja, eigentlich könnten wir das jetzt schon machen. So. Nehmt die Vögel weg. Ja. Und, jetzt ist erstmal ein... Kommt er da überhaupt noch rein? Ja, ne? Das sollte eigentlich passen, glaube ich. Er verbrennt uns gleich die Vögel, pass auf. Also der hat jetzt hier auch schon ein bisschen gebraucht, bis er so ein Minotaurus plattert. Was für ein Level nehmen wir denn dann? Das Erstbeste, was wir finden können, würde ich sagen. Ja, nicht da drüben beim Tod. Ja, beim Tod wollen wir nicht suchen. Nee, aber hier links war einer gewesen, vorhin zumindest noch, jetzt irgendwie nicht mehr. Sind die jetzt alle nicht gestorben? Heiß genug. Kann es sein, dass die Viecher hier eine etwas größere Aggro-Range haben? Nee, mir ist tatsächlich schon aufgefallen, dass sie eine niedrigere Aggro-Range haben eigentlich. Pass auf, am Ende brauchen wir eine Hitzewelle, damit wir das machen können. Das Problem ist eher, dass die Viecher dich lange verfolgen. Das ist eher das Problem tatsächlich. Ja, also wenn das sie das dich meine ich, ja. einmal gesehen haben, dann bleiben sie lange an dir dran. Also länger als im normalen Ark auf jeden Fall. Also Cerberus habe ich gefunden. Aber für einen Cerberus müssten wir doch eigentlich einen Sattel machen, theoretisch. Da unten, toll, da unten in der Höhle ist ein Feuerelementar. Wo denn? In welcher Höhle? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, hier oben ist auch einer. Wo ist der hier ist oben? Der ist quasi hinter der Plattform vom Tod. Von unserer Position aus. Hinter der Plattform vom Tod. Ich versuche da mal, ohne zu sterben, hinzukommen. Rest in peace. Viel Glück beim Tod. Hinter der Plattform vom Tod. Da hinten ist die Plattform vom Tod. Ah, ich sehe euch. Ja, sauber. Wir haben den Feuerelemental gefunden und ob wir es schaffen können, ihn in die Zähmengrube zu locken, das seht ihr in der nächsten Folge PixArk. Schaut doch nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Reflink für G-Portal PixArk Server, falls ihr auch einen eigenen Server mieten möchtet. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge PixArk. Bis dann, ciao, ciao.